Mann kann nicht einschlafen. Es hat keinen Zweck. Der Mann kann nicht schlafen. Der Mann steht auf. In der Ecke liegt ein Seil. Der Mann reißt die Frau hoch. Sie wird ruhig. Aber dann weiß der Mann, dass die Frau tot ist. Der Mann reißt die Frau hoch, sie wird ruhig, aber dann weiß der Mann, dass die Frau tot ist.
sein, wenn ich Spaß habe. Als die fremde Frau vor der Tür stand und sich als nicht unschön erwies. Erleichterung, als sie ihre Dummheit zeigte. Sie berührt mich nur leicht, nur zufällig und ich erlebe einen Erstickungsmoment. Ich möchte wirklich nicht mehr meinen edlen Schwanz in so eine Frau hineinstecken. Selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit. Denn nur wenn man allein ist, ist man frei. Als bestes Mittel zur Wahrung einer gewissen Energieunabhängigkeit, die sich vorteilhaft entfaltet. Deswegen ersetzt das Uran das Erdöl bei der Produktion von Elektrizität. Unter gewissen Bedingungen erhält man mehr nuklearen Brennstoff, als geliefert wurde bei gleichzeitiger Produktion von Elektrizität. Da müssen doch die Geprügelten etwas tun. Thank you.
losgehen zu können. Also entschuldigen Sie mal, warum sollte ich wohl? Die Besonderheit des spaltbaren Materials besteht darin, aus schweren Atomkernen zu bestehen, die unter gewissen Bedingungen auseinanderbrechen. Die Kernspaltung macht sehr viel Energie frei. Österreich. 57% der Männer meinen, die Frau dürfe ihrem Mann niemals die eheliche Pflicht verweigern. 16% der Männer sind der Ansicht, sie hätten das Recht, ihre Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. 1983 war das Durchschnittseinkommen von Männern um 81% höher als das von Frauen. USA. Ein Viertel aller Gewaltverbrechen sind Misshandlungen von Ehefrauen. BRD. Das durchschnittliche Arbeitsruhegeld der Männer ist doppelt so hoch wie das der Frauen. Männer erkranken an geistig-seelischen Störungen halb so oft wie Frauen. Weltweit vergewaltigen oder missbrauchen Männer jährlich 100 Millionen Mädchen. Ein Viertel der Opfer hat zur Tatzeit das sechste Lebensjahr noch nicht erreicht. Die Jahresproduktion der pornografischen Industrie wird auf 7 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist mehr als Film- und Musikindustrie zusammen. In den USA geben 18 Millionen Männer jährlich 500 Millionen Dollar für Pornografie. Wer ein Mann ein Mann ist, ist der Mann ein Mann. Eierweihe, Schnitzschnapp, Acke, Wacke, weg.
Darüber, wie wir als Männer das zerstörerische Chaos unserer eigenen Kinder überwinden können. Wir reden über männliche Sexualität und männliche Angst, über männliche Lust und männliche Macht, über männliche Liebe und männliche Gewalt. Allen gemeinsam ist das Wissen, dass nur der sofortige Ausstieg aus der Spirale männlicher Zerstörung uns Männern, den Frauen, den Kindern und der Welt eine Überlebenschance bietet. Wir Männer schreiben den Verrat auf die Fahnen. Wir beschließen, nie mehr Männer zu wählen, nie mehr Männer zu verteidigen, nie mehr Männern gegen Frauen zu helfen. Sind immer die Männer die Besten? Natürlich.